Herr Eigeder, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben für das Interview. Und zwar haben wir festgestellt, dass viele Jugendliche in der Region oft einen Lärm machen, wenn die Noten nicht stimmen oder sie in der Schule verliedert haben. Ist das bei Ihnen auch so gewesen? Ja, also die Noten haben zwar einigermaßen gestimmt, aber das mit dem Schulverleider, das ist tatsächlich mir auch ein bisschen so gewesen. Ich habe ein Gymnasium gemacht, ich habe nicht recht gewusst, was ich will studieren. Und ich habe ein bisschen Rissen gehabt, um etwas zu machen, zum Arbeiten. Und habe dann eigentlich, nachdem ich mit der Lehre angefangen habe, schon nach den ersten paar Tagen oder nach den ersten paar Wochen gemerkt, hey, das ist es, das gefällt mir. Und du kannst dich einbringen und hat natürlich einen Haufen positive Aspekte. Man hat zwar weniger Ferien, dafür verdient man noch etwas. Haben Sie schon immer gewusst, dass Sie Boss werden wollen? Und funktioniert Karriere mit Lehren wirklich? Ja, das mit dem Boss werden. Ich hatte tatsächlich mal so ein Erlebnis gehabt. Ich war dort bei uns auf einer Filiale als Lehrling im zweiten Lehrjahr. Es war eine grosse Filiale und ich laufe so oben aus dieser Filiale raus. Ich schaue zurück und das ist mir heute noch in Erinnerung, wie wenn es gestern war. Und habe für mich gedacht, da möchte ich mal Chef sein, da möchte ich mal Filialleiter sein von dieser Filiale. Und das hat mich begleitet, hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und dann ist es so geworden, sogar noch ein bisschen mehr als Filialleiter. Und das macht natürlich Spass. Ich glaube, man kann tatsächlich heute wirklich auch mit einer KV-Lehre genau die gleiche Karriere machen, wie das auch mit einem Studium der Fall ist. In unserem Schulsystem, das wir heute haben, oder in unserem Bildungssystem, wo alles so durchlässig ist, egal ob man eine KV macht oder eine Lehre macht und dann später zum Beispiel noch eine Berufsmatur, dann hat man die Möglichkeit, eine weiterbildende Schule, eine FH, man kann Passerelle machen, man kann immer noch studieren. Also heute hat man wirklich sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung und ich glaube, das ist egal, was die Grundausbildung ist, karrieremässig, ich glaube, ist alles möglich. Wenn man Einsatz gibt, wenn man fokussiert ist, wenn man daran glaubt, dann ist sehr viel möglich, heute auch noch. Und was würden Sie den Jugendlichen empfehlen, die heute im Berufswahlprozess sind? Ich glaube, wichtig ist, dass man etwas sucht, was einem wirklich auch gefällt, was einem Spass macht. Es darf nicht irgendwie einfach nur eine Notlösung sein. Ich glaube, das wäre das Schlimmste. Schließlich macht man das noch ein paar Jahre, bis man dann irgendwann pensioniert wird. Also das ist A und O. Ich würde auch empfehlen, möglichst viel auszuprobieren im Sinne von Schnupperlehren, mit möglichst vielen Leuten auch reden, sich informieren auch über die verschiedenen Berufe. Ich glaube auch SPITZ, das Berufsinformationszentrum, ist da eine sehr gute Sache, wo man auch Inspiration holen kann. Und halt auch, wenn wir ganz ehrlich sind, auch auf den eigenen Bauch hören und dem Gefühl auch folgen, dann kommt es gut. Danke. Dankeschön auch.